Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Avengers mit Arezo. Ich bin Arezo und wir sind auf dem Helicarrier und wollen die Harm-Herausforderung hier machen. Harm-Herausforderung 2. Und zwar mit der mächtigen Thor, weil das diejenige ist, die wir tatsächlich kennen. Oh, es kann sein. Ja, hier haben wir, glaube ich, tatsächlich unsere Leute mit bei. Unser Team bei. Na, dann schauen wir doch mal, wie wir uns da schlagen. Wir haben das unenthusiastisch wirkendste Team, glaube ich, bei gerade, das wir haben könnten. Bucky hängt an der Wand und Thor und Panzer flezen dort rum. So, erste Welle, wir sind bereit. Hallo. Quiet now. Hallo. Zack. Haben wir. Sehr schön. Und... da haben wir die Combo benutzt, damit wir den Takedown benutzen können. Denn dann können wir sowas machen. Können wir auch so machen, aber so bekommen wir eben mehr Heldenkugeln. Um das öfter machen zu können. Ich weiß nicht, was den da jetzt getroffen hat, aber es hat ihn runtergeholt und das finde ich gut. Okay, wir haben zwei Wellen abgeschlossen, das ist schon mal gut. Ich will jetzt aber mal kurz nachgucken. Champion-Zeugs, das kann ich erst machen ab Heldenstufe 50, das dauert noch ewig. Ich will hier nochmal nachgucken, ob wir vielleicht irgendwas haben, das für noch mehr Heldenkugeln sorgt. Rovinskraft wird... oh, Moment mal. Verursachst du Schaden, während Segen der Allmutter aktiv ist, werden pro Treffer 1,2% Willenskraft wiederhergestellt. Okay. Das ist an sich nicht so schlecht. Ein bisschen Heilung immer. Erlittener Schaden durch überladene Energie. Nein. Ich überfliege die Dinger jetzt nur, deswegen lese ich sie nicht vor. Im Prinzip suche ich wirklich nur nach Dingen, die Heldenkugeln geben. Oh, Moment. Senkt die Kosten an intrinsischer Energie für Sternfeuerstrahl. Sternfeuerstrahl klang einfach nur cool. Ich weiß aber nicht, was der Sternfeuerstrahl ist, deswegen... oh, Moment mal. Erhöht Wurf- und Rückrufgeschwindigkeit des Hammers. Das klingt nicht so schlecht. Fernkampfangriffe mit dem Hammer durchbrechen den Block von Gegnern. Das klingt sehr gut. Das will ich. So, was haben wir noch? Zielbereich. Vergrößert den Zielbereich von Hammerrückrufen, um zu gewährleisten, dass dabei immer ein Ziel getroffen wird. Das klingt auch nicht schlecht. Zielzuwachs erhöht die Maximalanzahl von Zielen, die mit Zielsuchmörni getroffen werden können. Zweites Fixieren. Ungezielte Power-Fernkampfangriffe versuchen, einen zweiten Gegner zu suchen und zu fixieren. Zielbereich klingt eigentlich recht gut. Das will ich. So, was haben wir hier sonst noch? Das hier haben wir schon. Schaden von Combo-Finishern. Kritischer Angriffschance. Nee. Etwas, das Wuchtschaden erhöhen würde, würde mir auch gefallen. Erhöht die Wucht von Signaturangriffen, sodass die Wahrscheinlichkeit steigt, Ziele zu unterbrechen. Achso, nee, Moment. Erhöht den Betäubungsschaden. Aha, das ist das, was ich eigentlich will. Nicht Wucht, sondern Betäubungsschaden. So, wunderbar. Denn mehr Betäubung sind mehr Takedowns, sind mehr Heldenkugeln, sind mehr Blitze. Au. Au.
schön ist, die 10 für meine Quest. Und zack. Und zack. Sorry, Thor. Nicht Thor. Hulk. Ich wollte dein Spielzeug nicht kaputt machen. Ich meine schon, aber ich wollte nicht, dass es dein Spielzeug ist. Au, muss das denn sein? Au. Die leuchten so, deswegen denke ich dauernd, die wären bereit, getakedown zu werden. Stimmt's aber gar nicht. Bisher läuft's ganz gut. Aber wir sind auch noch nicht mal bei der Hälfte. Ja. Glauben wir dir doch. Aua. Hoppala. Hier gibt es wenigstens Sinn, dass die so viel aushalten, wenn die in dieser Umgebung einfach erstellt werden. Wobei ich auch anmerken möchte, dass wir Hologramme erstellen können, die so stark sind wie die Avengers. Kann man diese Technologie nicht irgendwie auf dem Feld benutzen? Das wäre wahrscheinlich wesentlich effektiver, als wenn Tony selbst in den Kampf gehen würde. Das war die falsche Fähigkeit. Ich hätte den hier nehmen sollen dort. Und zack. Danke, Hulk. Und wir haben den Fähigkeitspunkt bekommen. Und zack. Ich kann ein paar mehr Takedowns gebrauchen, denn ich bekomme ein bisschen Schaden. Den hätte ich auch takedownen können, das wäre besser gewesen. Habe ich aber nicht. I kick sein Hind. Hind. Okay. Ist eine Möglichkeit, das zu sagen. Ob sie das extra eingeübt hat, diese quasi alte Sprache. Oder improvisiert sie das? Oder gibt ihr Mjolnir tatsächlich ein gewisses asgardisches Sprachgefühl und sie übersetzt midgardische Formulierung. Hallo.
Und zack. Ja, so langsam kommen wir in das nervige Gebiet, in dem die alle einfach sehr, sehr viel einstecken können. Warte. Und zack. Welle 8. Na, Welle 9. Für was immer als nächstes kommt. Was soll nach Welle 8 kommen? So, sehr schön. Bei solchen nervigen Fliegern und so ist es sehr schön, wenn wir die einfach festnageln können. Hallo. Und die letzte Welle kommt. Au. Okay, da haben wir noch eine Kugel, die nehmen wir mal mit. Wäre ganz gut, wenn ich Dinge treffen könnte. Das mit dem Unterstützen ist übrigens ganz witzig gemacht. Man hat hier dieses Raufspringen und dann hat man entweder, dass man Buttonmashing betreiben muss oder jemand steigt mit ein. Also das ist eine witzige Idee. Ich meine, man hätte noch mehr draus machen können, aber... Au. Hat sie gesagt, Odin solle sich das angucken? Das passt nicht so gut, ne? Ich meine, Odin war jetzt nicht unbedingt ein Freund von ihr. Gut, das haben wir geschafft. Missionsbelohnung, ein Comic, sehr schön. Und ich hoffe, dass in den Einsatzzielen jetzt auch diese Quest weg ist. Stufe hoch, Stufe 17, sehr schön. Und wir gehen mal wählen. Und schauen nach Harm-Herausforderung. Schritt 3, Harm-Herausforderung 3. Ach Gottchen. Anspruchsvollere simulierte Kampfumgebung absolvieren. Okay, kein Problem. Ja, jetzt haben wir hier Stufe 3. Machen wir die direkt? Ja, warum nicht? Wer ist der Harm? Nur Harm dann. Und so. Mission starten. Oh, und Charaktermenü. Haben wir irgendwas Neues bekommen hier gerade? Nein. Ich würde schon hinhauen. Wir haben Missionsreihen abgeschlossen, steht hier. Ich denke nicht, dass wir Missionsreihen abgeschlossen haben gerade. Aber das Spiel wird schon wissen, was es... Okay, wir haben Missionsbelohnungen jetzt noch bekommen. Sigurds versenkte Brustplatte. Ist das besser als das, was wir hatten? Offenbar nicht. Und dann seid ihr nur gekommen. Und ich war sehr enttäuscht. Aber wir starten hier schon mit ein bisschen härteren Gegnern. Und mit härter meine ich wirklich einfach nur, dass sie mehr aushalten. Halt mal. Ah.
Ich finde die Betonung weiter merkwürdig. Du bleibst schön hier. Okay, Bucky übernimmt den Takedown. Und zack. Und zack. Und zack. Sehr schön. Da haben wir einen Gruppierungsrang gekriegt. Das ist auch nett. Ich weiß nicht, warum Shield es so toll findet, wenn wir Harmräume hier abschließen oder Harmgegner kaputt hauen. Ach Gott. Ja, Gravitation ist für die Götter kein Problem, kein Hindernis. Zumindest kein so großes wie für uns. Hallo? Okay, dann. Was so? Warst du das? Bleibst du stehen! Okay, irgendjemand wird einen Job. Da fliegen die hier schon wieder weg. Das gefällt mir nicht. Hallo? Schon wieder weggehopst. Wir sind immer noch bei Welle 3. Okay, jetzt sind wir bei Welle 4. Das könnte tatsächlich schwierig werden. Oder zumindest nervig. Und zack. Oh, Entschuldigung. Ich hielt dich für einen Gegner. Und zack. Der Betäubungsschaden, den wir machen, ist fantastisch. Daneben, das ist doof. Okay, Tony hat einen Takedown gemacht. Einen sehr unimposanten Takedown. Hast du da gerade eine Schrottflinte benutzt, Bucky? Ist das nicht etwas unter unserer Würde? Perfect. I'm so proud of you. Welcome to your reckoning. Ich frag mich, ob die Kugeln ewig bleiben. Oder ob die irgendwann einfach verfallen. Und ob meine werten Kollegen die einsammeln können. Und zack. Da hätten wir einen Takedown machen können, wäre sinnvoller gewesen. Oh, das war Stufe 5 schon.
Hallo. Okay, machen wir das so. Noch jemand hier? Ne? Alle weg? Hörst du bitte auf damit? So. Mit denen macht das wesentlich mehr Spaß. Die lassen sich so schön juggeln. Adaptoide sind nervig. Bam. Oh, Entschuldigung, Tony. Ich hielt dich für einen Sintoiden. Wie oft musste der sich das jetzt von mir schon anhören? Allein in dieser Folge. Spurt mal zurück, zählt nach. Hoppala, hoppala. Der ist sehr unspektakulär umgefallen. Und zack. Und zack. Au. So, da oben haben wir noch einen Aerokeeper. Und jetzt bleibt er auch schön oben. Okay, Panzer spielt mit dem da hinten. Okay. Und ich denke, das war's für... Oh, und ich werde angerufen. Warum werde ich angerufen? Einen Moment bitte. So, da sind wir wieder. Ich nehme ja nun schon viel zu selten auf, aber trotzdem bekomme ich noch Anrufe drin. Es ist nicht so, dass ich dauernd Anrufe bekomme. Nur wenn ich aufnehme. Jetzt verbrauche ich hier meine ganzen Cooldowns. In Welle 9. Ich weiß nicht, wie weise das ist. Aber es ist ja nur die Macht-Tors, ne? Nicht die Weisheit-Tors. Also da hat Shazam den besseren Deal. Der bekommt noch Weisheit extra mit dazu. Ich frage mich, ob die aufhört, wenn Shazam als Billy Batson unterwegs ist. Aua. Den Spruch finde ich immer noch klasse. Au. Und zack. Okay, ich muss sagen, diese Welle gefiel mir jetzt eigentlich. Die 10. Alle Leute haben tatsächlich gegen große Gegner hier gekämpft. Dadurch wirkt es weniger schlimm. Mission abgeschlossen. Yay. Und ein Hawkeye-Heft. Ja, das ist schön. Fortfahren. Und wir gehen hier auf Wählen. Und schauen uns mal an. Im Einsatzziele-Menü, ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch eine weitere Harm-Herausforderung gibt. Ja, okay, es gibt
noch mehrere. Die machen wir aber jetzt nicht weiter. Wir machen in der nächsten Folge wahrscheinlich weiter mit Janes Missionen hier, ne? Vibranium Valkyrie, was ist das? Fixierte Gegner besiegen. Oh, das mache ich die ganze Zeit nebenbei mit. Das ist doch nett. Na. Hier, die mächtige Jane Foster, eine Bunkermission, zwei beliebige Stöcke abschließen. Okay. Dann muss ich mal herausfinden, wo ich einen Stock finde. Gut, dann beende ich jetzt hier die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.